Shake that ass on me. Shake that ass on me. Come on, girl. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Black Boss Crib. Ihr habt ja das Video gestern gesehen von... Du trittst da schon über das Werkzeug, sorry. Boah, weißt du, das warum? Muss ich noch wegräumen, ich tut musste, mir leid. Ich habe mich gerade so erschrocken und gewundert, weil du hast gerade nicht geklatscht zum Videobeginn. Ja Leute, was geht? Wir wollen heute nicht viel über das Bike reden, sondern über was ganz anderes. Und zwar wieder Post am Start von... Bam! Germot, und das machen wir jetzt auf. Ich weiß schon, was drin ist, aber ich verrate es noch nicht. Oh shit. So, hallo David, anbei senden wir dir dein komplettes Germot-Outfit zu, welches wir gemeinsam mit dir ausgesucht haben. Viel Spaß mit den Produkten und wir freuen uns jetzt schon auf tolle Bilder und Videos. Wir wünschen dir immer eine gute und sichere Fahrt. Liebe Grüße aus Dreieich, Berenice und Christian. Sehr geil. Das ist echt eine coole Karte. Da haben die sich hier ein bisschen was von der KTM abgeguckt, ne? Aber es ist einfach schön, so ein persönliches Geschenk nochmal dabei. Boah, so, jetzt kommt's, Leute. Ihr kennt ja alle meine Jacke. Das hier ist aber nochmal eine andere Version. Ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal alles aus und dann zeige ich euch das. Headtuch. Für die, die es nicht wissen, mein Tuch gibt es ja jetzt wieder. Link ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung. Und das ist wirklich das komplette Outfit hier. Plus nochmal Verpflegung hier. Gummibärchen natürlich auch am Start. Wir haben einmal komplett Protektoren am Start. Wir haben Handschuhe am Start. Und hier drin sind nochmal nagelneue Schuhe. Und ohne Scheiß, das ist echt krass. Ich werde oft gefragt, yo Digga, was sind denn das für Schuhe, die du da hast? Warum fährst du mit Sneakern? Aber es sind keine Sneaker. Also sie sehen zwar so aus wie Sneaker, aber es sind richtige Motorradschuhe. Ihr könnt hier fühlen, ja, es sind von Falco bei Germot geholt Motorradstiefel. So, kann man Stiefel sagen? Schuhe, Stiefel? Ich weiß nicht, das ist echt wie so High-Top-Sneakers. Ja, oder? Also weiße Sohle, richtig fresh. Mit Reißverschluss, mega geil. So, und ihr denkt euch jetzt sicherlich, warum haben wir das alles am Start? Ich habe mir gedacht, wir machen eine kleine Aktion, denn viele fragen mich immer, yo Digga, wo gibt es ein ganzes Outfit zu kaufen? Als ich dann das komplette. Wo gibt's denn ein Outfit zu kaufen, Digga? Ha? Ich muss dir gerade lachen. Ich stelle mir gerade so vor, wie jemand so komplett eingekleidet wie du dann irgendwie auf seiner Supermoto fährt. Gleiche Schuhe, gleiche Hose, gleiche Jacke. Zum Glück nicht gleicher Helm, weil das geht nicht. Das ist ja auch ein Unikat, genau wie deiner. Ja. Den können wir gleich nochmal zeigen, wenn du Bock hast. Man hat ihn am Anfang schon im Hintergrund gesehen. Für die Schlaufüchse unter euch, die haben ihn eben gesehen. Ja, jetzt nicht mehr. Weißt du jetzt nicht mehr, wo er stand? Nee. Der Loggia in der Ecke. Echt? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Komplettes Outfit, ja, für die immer fragen. Schuhe. Dann meine Kevlar Jeans. Hose, wir haben Schuhe. Die kennt ihr ja schon. Richtig geil. Die sind, es ist so ein Mix. Also es ist ein Sommerhandschuh, aber auch irgendwie ein Herbsthandschuh. Leder, Protektoren überall. Sehen geil aus, sind sicher. Aber trotzdem halt nicht so warm, gerade bei den Temperaturen, heute ist es wieder richtig schwül, ist mir das halt mega wichtig, dass ich da Handschuhe habe, die einfach geil sind, ja. Und meine Finger nicht komplett nass geschwitzt sind. So, und jetzt kommt das Highlight, denn meine Jacke gibt es jetzt endlich! Applaus bitte! Ja, das war's dann auch mit dem Applaus. Also meine Germot-Jacke gibt es jetzt wirklich in der Tat endlich zu kaufen. Und ich hatte ja den absoluten Prototypen damals. Hier sind jetzt noch ein paar Sachen dazugekommen, unter anderem, jetzt muss ich es erstmal suchen, wo haben wir es denn? Genau hier an der Seite, Germot-Logo in Neongelb, ja, schau dir das mal an, richtig geil. Und generell die Farbtöne sind jetzt eigentlich komplett Matching, also alle Embleme, alles was Neongelb ist, ist alles Matching. Hier oben, das, es sieht einfach heftig aus. Okay, jetzt ziehen wir das alles an und dann zeige ich euch mal, wie das gleich aussieht. Let's go. Ein paar Sekunden später. Mega geil. Richtig geil. Und ich habe gerade noch, das ist nämlich ganz geil, das Innenfutter rausgenommen. Im Sommer braucht ihr es natürlich nicht. Wenn ihr im Herbst oder Winter fahrt, dann macht ihr das rein und die ist so warm, die Jacke. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Absolut geil. Puh. Ich fühle mich auch gut, Digga. Sieht auch gut vor der Enduro aus. Ja. Ist wieder gut zusammen. Vor allem mit dem Grau, Hose grau und oben schwarz. Das ist einfach genau die Farbkombination von dem Bike. Das geil, ist krank. Oder? Zufall? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, weil ihr gefragt habt, gibt es jetzt 10% Rabatt auf das komplette Outfit. Es gibt sogar eine extra Seite für das Outfit. Ist das geil? Das also ist schon auf alles oder auf jedes? Also wenn ihr jetzt die Handschuhe haben wollt, 10%, Jacke 10%, Hose 10%,
Schuhe 10%, Halstuch 10%, no problem. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Das geht vom 28.06. bis 31.07. 10% Rabatt auf alle Teile, ja? Ob einzeln oder zusammen, das ist scheißegal. Checkt es auf jeden Fall ab, Link unten in der Beschreibung. Ja? Und sendet dem Christian einen schönen Gruß. Digga, hier sind so viele Pakete, das kann doch nicht wahr sein. Oh, wir müssen da noch was angucken. Und zwar, dein neuer Helm, Digga. Der ist mal richtig fresh. Schau den mal an hier. Das ist so ein Goldfarbton. Habe ich so noch nie gesehen, hat so einen leichten Farbverlauf drin. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut von HJC. Jetzt hast du endlich auch ein Unikat. Glückwunsch, Digga. Richtig geil. Und du hast noch was Neues bekommen. Und das toppt den Helm bei weitem. Richtig? Ja, ein bisschen cooler ist es schon. Ja, ein bisschen cooler. Da gehen wir jetzt für in die Tiefgarage. Und ich will gar nicht mehr dazu sagen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen bei Sören auf dem Kanal. Wir lassen das Ding einfach mal an, oder? Dann gehen wir mal richtig Feuer. Es wird euch gefallen. Es sieht schon, also wenn man Stufe 1 bis komplett asozial hat, dann ist das wirklich komplett krass asozial. Das Ding ist wirklich, das ist Endstufe. Los geht's. So, Sören hier höchstpersönlich am Start. Ziemlich geile Schuhe, Digga. Das ist mein AMG-Outfit. Dein AMG-Outfit? AMG-Outfit des Tages. Geil, Mann. C63S AMG. Fucking brutal. Allein wie lang das Ding ist, das müsst ihr euch mal reinziehen. Digga, das ist komplett gestört. Felgen einfach mal schön im Mattschwarz hier. Und von vorne, Junge, 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 das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Schön von Annikas Karre verreckt. Asozial. Einfach asozial. V8. Das macht Kraft in der Nacht. Digga, fucking geil. Ungelogen, so nice. Schon gut, oder? Aber der ballert noch nicht. Ich glaube, der muss sich erst warm fahren, bis er ein bisschen knallt. Wie viel PS hat der? 510, ne? 510, ja. Digga, das sieht so pervers aus, das Teil. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob ich mal eine kleine Probefahrt damit machen soll. Der muss noch reingefahren werden, deswegen, ich bin da noch vorsichtig. Ich kann mich da nicht kontrollieren. Wenn ich so ein Auto unterm Arsch habe, da muss man halt Vollgas geben, wirklich. Das ist einfach so. Bevor jetzt Leute kommen hier, das waren 2.500. 2.500 waren das nur, Umdrehungen. Ja. Das hat sich so brutal angehört. Als du den gestartet hast, Junge. Ist heftig. Ist echt ein geiles Auto. Gut, Sören, ich gebe dir mal wieder kurz die Kamera. So, Freunde, ja, wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Da ist alles verlinkt. Wir sind ein bisschen Dulli heute, muss man sagen, oder? Das Wetter macht einen Dulli. Ich bin richtig Dulli. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein bisschen Bike-Action. Mit der Enduro muss ich ja auf jeden Fall unbedingt mal fahren, checkt es ab und an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer, checkt den Merch ab und das Allerwichtigste, geht steil! Wupp.